Alter, was ist denn das für ein Weg? Fahren wir da jetzt echt hoch? Ja. Leck mich am Arsch. Guten Morgen! Freitag! Es ist Freitag und ich habe frei! Schabernack mit Ann-Kathrin am frühen Morgen. Es ist Freitag. Ich weiß nicht, ob Fabi schon guten Morgen gesagt hat. Aber dann gibt es an euch alle ein wundervolles, liebevolles Guten Morgen an diesem Freitagnachmittag von mir. Ich habe frei, deswegen haben wir ein schönes, langes Wochenende vor uns und wir haben einiges geplant. Und wir nehmen euch natürlich mit. Also seid gespannt, wo es dieses Wochenende für uns hingeht. Schönen guten Morgen alle zusammen. Willkommen aus dem wunderschönen Port Pollenza. Die Sonne scheint uns in den Rücken und es ist hervorragendes Wetter. Und wir werden jetzt erstmal das kleine Städtchen hier erkunden. Wir stehen mit Elvis wirklich in der ersten Reihe und können das Meeresrauschen hören. Richtig cool. Bestimmt Stellplätze, die man in der Hauptsaison nicht anfahren sollte, aber in der Nebensaison wirklich die Freiheit hat, hier mit den ganz teuren Häusern eigentlich dieselbe Sicht zu teilen. Ich muss auch sagen, hier sind so gut wie keine Leute. Also selbst Einheimische sehen wir gefühlt gar nicht. Deswegen denke ich auch nicht, dass wir da irgendjemanden gestört haben, wenn wir da jetzt mit Elvis stehen. Nee, alle Rollläden sind hier wirklich zu. Du siehst, dass die Häuser nicht bewohnt sind. Ja, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Das sieht wirklich grandios schon wieder aus. Das ist mal wieder eine typische mallorquinische Bucht mit einem wirklich schnuckligen kleinen Städtchen. Und beides. Mal wieder frisch gebackenes Brot. Ein life-changing Bread. Wie life-changing ist es? Ich fühle mich total anders. Aber es ist lecker und gesund. Die Marketingabteilung wieder mal zugeschlagen. Bei mir wirkt das. Das Wetter ist bombastisch. Sommer. Es ist wieder so typisch. Die Spanier ziehen ihre Daunenjacken an und dicke Mütze auf. Und ich habe halt meine Sommersachen ausgepackt. Aber es ist echt super schön. Und ich glaube, der Ausblick wird mega. Wow, es ist mega schön. Oh, mega schön. Ich weiß nicht, ob man auf der Kamera so ein Gefühl für die Höhe hier bekommt. Aber ich fühle mich hier schon ein bisschen unwohl, muss ich sagen. Es ist schon gut hoch. Ich würde mal schätzen, da geht es so
Also 80 Meter sind das garantiert, würde ich sagen. Geht's da runter? Und die Brandung ist auch ziemlich heftig da unten. Auch da drüben, dieser Felsvorsprung da drüben. Gehen wir jetzt auch gleich noch hin. Heftig. Und da unten ist dann Port Prudenza. Ja, krasse Aussicht, würde ich sagen. Wunderschön. Also wer auf Mallorca mal ist, der sollte sich das ja auf jeden Fall mal gegeben haben. Das ist wirklich heftig. Also das ist echt schwer zu beschreiben. Sieht auch echt surreal aus, muss ich sagen. Spektakuläre Natur auf Mallorca, oder? Wunderschön. Richtig heftig. Wirklich, guckt euch das an. Im Sommer ist bestimmt total überfüllt, aber die Aussicht ist wirklich grandios. Wir müssen jetzt mal gucken, wie weit wir noch kommen, weil anscheinend ist der Leuchtturm gesperrt, die Zufahrt. Dahin, ja. Haben wir gerade zufällig bei anderen Deutschen gehört. Aber wir fahren einfach mal, es ist eh nicht mehr weit, also wir gucken mal, genau, wie weit jetzt, wir kommen. Wir fahren jetzt so weit, wie wir kommen und dann... Den Rest erledigt die Drohne. Den Rest des Weges muss die Drohne erledigen. Dude am Cap de Formentor hatte recht. Der Leuchtturm ist leider gesperrt. Aber wir können jetzt hier noch zum Strand. Also anscheinend gibt es Shuttlebusse. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt so Lust haben, dann auf den Shuttlebus zu warten. Das Problem ist, die fahren wo ganz anders ab, wo wir jetzt sind. Wir müssen dann wieder zurückgurken. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a Was führst du schon wieder im Schilde? Das Meer lächelt mich an. Es ruft nach mir. Es hat gerufen, Anne, komm, schnell. Weiß nicht, mich hat das Meer noch nie gerufen. Und das, obwohl ich Wassermann bin. Aber ich bin Fische. Na dann, viel Spaß. Mega! Wenn ich jetzt ein Handtuch dabei gehabt hätte, wäre ich ganz reingegangen. Musik.
Sache, auch wenn wir den Leuchtturm leider nicht sehen konnten, ist das hier trotzdem super schön. Mhm. Und es tut echt gut, ein bisschen in der Sonne zu sitzen, die Seele baumeln zu lassen. Ja, und einmal nur das Rauschen der Wellen sich anzuhören. Es ist einfach so entspannt, weil hier kein Mensch ist. Ja. Es sind wirklich gefühlt nur 5 Leute da auf so einem großen Strandabschnitt. Wir gucken jetzt im Auto, wo wir weiter hinfahren. Ja. Und was Kleines snacken könnte. Ich krieg schon ein kleines Hüngerchen. Ich auch. Hätte auch mal Lust, so ein paar Tapas oder so zu essen. Ja. Und für uns geht's jetzt eigentlich nur noch südlich, weil wir sind jetzt am nördlichsten Punkt. Südwestlich, genau. Südwestlich, wir fahren jetzt die Westküste wieder runter. Gerade, ich glaube, der Nordwesten, da soll noch ein paar richtige Highlights sein auf Mallorca. Sind wir schon gespannt, oder? Richtig gespannt, gehypt sind wir. Also da unten befindet sich unser Stellplatz an der Bucht. Das ist jetzt die Cala Tuent. Ja, genau, Cala Tuent und der Weg. Also Fabi, tut mir schon ein bisschen leid. Oh, es war echt stressig, muss ich echt sagen. Aber der Ausblick, der hat sich jetzt wirklich gelohnt. Das ist echt grandios. Es ist wirklich ziemlich kalt hier oben, muss man sagen. Echt kühl, ja. Hier liegt auch am Straßenrand ab und zu mal Schnee. Also ohne Spaß. Und wir waren jetzt bestimmt ungefähr auf 1000 Meter, würde ich sagen. Mhm. Der höchste Berg Mallorcas ist 1,5, glaube ich. 1,5 ungefähr. Und an dem sind wir auch vorbeigefahren. Den seht ihr wahrscheinlich in dem B-Road. Müssen wir schnell runter, damit wir noch ein bisschen Licht haben zumindest. Ja. Aber das mussten wir jetzt kurz filmen, weil... Ich glaube, die Drohne können wir trotzdem noch schnell steigen lassen. Ja, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir noch schnell die Drohne hoch. Aber die Sonne ist halt leider gleich runter. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on, do you feel that we got something strong? And I saw you. Also ihr seht jetzt wirklich traumhafte Sonnenuntergänge hier in dieser Bucht, in so einem Kessel drinne. Deswegen ist es ja auch echt, echt zapfig. Also hier sind es echt nochmal wirklich ein paar Grad kälter. Wir schlafen jetzt hier irgendwo am Wegesrand und dann geht es für uns weiter morgen. Aber wieder mal traumhaft schön und wirklich überraschend. Stimmt's? Ja, super schön. Da freue ich mich, dass sich die ätzende Runterfahrt gelohnt hat. Mal lachen jetzt, hör auf. Scheiße, kannst du mal bitte da zur Seite gehen und dich umdrehen. Wir haben jetzt lecker zu Abend gegessen und haben es uns jetzt hier schon schön gemütlich gemacht. Denn wir haben jetzt ein Skype-Date. Wir skypen jetzt mit Caro und Basti von Esel unterwegs. Mit einem schönen Vino, ein paar Snacks und freuen uns schon, die beiden wiederzusehen. Rationieren, Schatz. Rationieren. Hallo. Jetzt. Hallo. Ja, ich glaube, ich muss den ausmachen. Ich muss den Mund machen müssen. Dann erstmal Prost hier, würde ich sagen, oder? Ah ja. Was ist denn die Kamera da drüben? Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wir haben hervorragend geschlafen. Und wie wir gestern schon befürchtet haben, kommt hier nicht sehr viel Sonne an in diesem Tal. Aber dafür ist es gar nicht so kühl, finde ich. Es ist gar nicht so kühl. Also man merkt einen krassen Unterschied zur Fahrtstrecke da oben auf dem, dem Hochgebirge. In den Bergen. Da hinten sieht man ein bisschen Sonne. Es ist 10 Uhr morgens. Also eigentlich normalerweise ist die Sonne aufgegangen. Aber hier wird nicht viel Sonne ankommen. Das ist wirklich krass. Es ist hier so tief gelegen.
Aber sehr schön. Wir gucken jetzt mal zum Strand. Ja, ich würde mal kurz was sagen. Ja, du wolltest was sagen. Bitte melden. Obwohl hier nicht viel Sonne herkommt. Hier sind überall Zitronen an den Bäumen. Ja, im Sommer wird hier bestimmt ein bisschen Sonne hinkommen, wenn die einfach sehr hoch steht. Mhm. Aber im Winter, wenn die einfach nicht so die hohe Flugbahn hat, die Sonne, wird das schwierig. Wissen ja, Sherlock. Mit Fabian am frühen Morgen. Ja. Also ist schon krass, hinter mir seht ihr gerade verschwinden den höchsten Berg Mallorcas, 1500 Meter, da ist eine Militärstation oben drauf und auch eine Straße, die dahin führt. Natürlich kommt man da nicht sehr weit auf dieser Straße, aber schon heftig, dass das hier einfach von Meereshöhe relativ schnell auf 1500 Meter geht. Schon heftig. Wenn du denkst, der Brocken hat irgendwie 1000 Meter, gell? 1142. Wow, das hast du gelernt. Hätte ich nicht gedacht, dass Mallorca so bergig ist. So bergig ist. Also nee, als wir gestern gefahren sind, war ich auch überrascht. Super schön. Also die Strecke schön. Gestern, sie war anstrengend. Ja. Das weiß ich auch. Aber sie war trotzdem wunderschön. Also hat mir richtig toll. Eine der schönsten Straßen, glaube ich, die wir auch jetzt auf der Reise mit Elvis gefahren ja, sind. Ja, wir hatten ja schon ab und zu mal in Kroatien hatten wir solche Straßen, in Albanien, Griechenland. Aber die kann ja auf jeden Fall mithalten. Ja. Ja, mega schön. Da ist aber die Sonne. Geht schon wieder los hier, ja? Mit reinspringen ins Wasser. Hier ist kaum Sonnenstrahl, kommt hier an. Ich würde mich mal bedanken für alle, die mir unter dem letzten Video zugesprochen haben. Es scheint mehrere zu geben, die das sehr ähnlich empfinden wie ich. Mehr Leute empfinden das so wie ich, als dass sie es so empfinden wie du. Ja, was ist los mit euch? Da gibt es von mir erstmal eine Rüge. Nein. Bitte supportet mich mal mehr. Kannst du jetzt nicht ins Wasser gehen, Schatz? Holst dir doch den Tod. Wie schön. Ja, es sieht schon schön aus. Eine wirklich wunderschöne Bucht hier, die Cala Tuent. Und das wirklich Verrückte ist halt, wir sind jetzt hier auf Meeresniveau und gleich im Hintergrund kann man erkennen, weiß ich nicht genau wegen der Sonne, ist der Puig Mayor, der größte Berg Mallorcas mit 1500 Metern. Es geht ziemlich schnell hier, ziemlich steil hoch und da müssen wir nachher auch Elvis wieder hochquälen. Ich hoffe, er nimmt uns das letzte Video nicht so übel. Und wir fahren dann nach Soler weiter, stimmt's? Ja. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. But I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away tonight. Hier schätzungsweise auf 700 Meter und hier kommt jetzt einfach mal ein Stausee. Klar, warum nicht? Richtig abgefahren, oder? Ja, und richtig schönes Wetter. Ja, es ist wirklich herrlich. Also es ist frisch durch den Wind, aber die Natur auf Mallorca überrascht uns wirklich
jedes Mal heute früh an der Bucht, jetzt hier an dem See, also wirklich? In den Bergen. Das hier war übrigens auf Park for Night als Stellplatz ausgewiesen. Also auch ziemlich verrückt. Alter, was ist denn das für ein Weg? Fahren wir da jetzt echt hoch? Leck mich am Arsch! Boah, ist ja heftig. Wie man sieht, wir sind begeistert von dem Weg. Das ist echt der Hammer. Es ist so schön. Und das Wetter ist einfach nur Bombe dafür. Also Fabi sagt auch, ja komm, wir filmen das jetzt. Und ich kann ja nicht die ganze Fahrt jetzt für euch mitfilmen. So, ein paar aufregende Tage sind vorübergegangen. Wir haben so viel erlebt auf dieser Insel. Es ist wirklich traumhaft. Es sind ein Platz ist schöner als der andere, kann man wirklich so sagen. Dem stimme ich einfach nur zu. Sieht man mich überhaupt? Wir haben noch mal so ein bisschen reflektiert, die Zeit, als es so ein bisschen stressig war in Elvis. Und ja, das muss man, glaube ich, auch als Beziehung ganz gut wuppen können. Das ist einfach Stress für einen selbst und auch für das Gegenüber natürlich. Und so muss man ein bisschen gucken, dass die Beziehung nicht drunter leidet, beziehungsweise einfach, dass man ein gutes, eingespieltes Team ist, glaube ich, oder? Ja, absolut. Also wir hatten es ja schon mal in unserem Q&A auch gesagt, wir sind jetzt nächstes Jahr 10 Jahre schon zusammen und wir haben schon so viele Höhen und auch einige Tiefen zusammen gemeistert und deswegen sind wir ein super eingespieltes Team. Natürlich gehen auch wir uns mal gegenseitig auf den Zeiger. What? Und meistens sind wir zum Glück wirklich ein sehr gutes Team. Und auch in Situationen, wo es mal brenzlig wird, sei es jetzt festgefahren oder eine Stresssituation oder den einen nervt alles oder am nächsten Tag ist der andere genervt. Wir können uns immer gegenseitig ganz gut wieder runterbringen und ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut. Ja, dem kann ich auf jeden Fall nur beistimmen. Man merkt bei uns, dass wir uns gerade bei den Kleinigkeiten eigentlich sehr, ja, eigentlich nicht über den anderen großartig aufregen. Nee. Auch wenn es halt mal ein bisschen schwieriger wird. Aktuell ist es halt in Elvis so, dass uns das Platzproblem echt ein bisschen nervt. Aber das hat uns nur gezeigt, dass es zum Glück nicht an unserer Beziehung liegt, sondern dass wir einfach einen neuen Van brauchen. Und ja, das bestärkt uns einfach nochmal in unserer Entscheidung, dass wir das Projekt nächstes Jahr angehen wollen und angehen müssen. Gemeinsam angehen wollen, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, jetzt schon nächstes Jahr wieder ein neues Projekt zu haben. Wir haben uns eigentlich für jedes Jahr gefühlt in den letzten Jahren immer neue Projekte gesetzt. Und deswegen ist es ganz schön, das Projekt Selbstständigkeit und von unterwegs arbeiten mit dem Jahr 2021 gestartet zu haben und erfolgreich gestartet zu haben. Und dann mit 2022 auch wieder ein neues Projekt zu starten. Ja, ich glaube, wir beide sind als Charaktere im letzten Jahr echt nochmal richtig gewachsen, weil wir ja so viele neue Erfahrungen gemacht haben und sammeln durften. Und ich glaube auch, dass unsere Beziehung damit gewachsen ist. Ja. Und noch besser zusammenhält. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns begleitet bei all unseren Abenteuern. Und auch mal bei den schlechten Tagen, die es ja im Vanlife auch gibt. Aber wir wollen euch da immer einen realistischen Einblick geben. Und deswegen ja, zeigen wir sowohl die positiven als auch die negativen Tage. Wenn ich mal ein bisschen schlecht gelaunt bin, dann liegt das ja an meiner Morgenmüdigkeit. Als daran, dass wir wirklich gerade unseren Traum leben und wirklich glücklich sind mit der Entscheidung, die wir getroffen haben. Ja. Das soll es von uns gewesen sein. Wir danken euch vielmals für das Jahr, das wir mit euch teilen durften und dass ihr so fleißig kommentiert habt in den letzten Videos und dass ihr uns so cool supportet habt. Das gibt uns eine Menge und das gibt uns echt Rückenwind auch für die nächste Zeit und für das nächste Jahr. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall auch gerne einen Like da. Das hilft uns auf jeden Fall noch weiter zu wachsen und auch neue Videos zu produzieren. Genau, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut zusammen. Tschüss. Adios. Ich stand hinter. La 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 la